Hallo und willkommen in Gotha, der alten Residenzstadt im Herzen von Thüringen. Bedeutendste Sehenswürdigkeit ist das Schloss, welches auf dem ca. 300 Meter hohen Schlossberg hoch über der Stadt thront und von überall gut zu erkennen ist. Das Schloss wurde im 17. Jahrhundert im Stil des Frühbarocks erbaut und enthält bedeutende Sammlungen. Auf geht's! Über den oberen Hauptmarkt geht es jetzt zum Hauptmarkt. Hier steht das markante Rathaus, welches ursprünglich als Kaufhaus errichtet wurde. Rundum befinden sich prächtige Bürgerhäuser mit sehr schön gestalteten Giebeln. Wir befinden uns jetzt auf dem Neumarkt. Hier steht die Margaretenkirche, welche zu den ältesten Gebäuden von Gotha gehört. Die Margaretenkirche wurde um 1500 errichtet.
Jetzt befinden wir uns an der Augustinerkirche in Gotha, welche bereits um 1250 in Besitz der Augustiner gelangte. Der berühmteste Prediger hier war Martin Luther, welcher hier mehrmals predigte. Damit endet unser Stadtrundgang in Gotha, der Residenzstadt in Thüringen. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Hier finden Sie viele weitere Stadtdokumentationen aus Thüringen und auch aus Mitteldeutschland. Vielen Dank für Ihr Interesse, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.